So, hier waren wir ja, glaube ich, das letzte Mal, glaube ich, stehen geblieben. Oh, Wasser, ja. Oh, da können wir wieder schön schwimmen. Ein Planschi machen. Der ist unser... Nein, ich wollte da jetzt nicht nochmal rein. Da ist unser... Konnte man ja nochmal rennen. Ach ja, L1. Das ist unser fluffiges... Fell ganz matschelig nass. Trotzdem, ich bin immer noch verliebt in diese Grafik. Also es ist einfach nur... Oh. Was haben wir denn hier? Ach ja, stimmt. Wir haben momentan keine magischen Kräfte in uns. Gut, Schwanzwedeln bringt uns da... Ich meine, Schweifwedeln. Ist ja kein Schwanz, ist ein Schweif. Nee. Was babbel ich da für Blödsinn? Genau. Wufflawuff. So. Jetzt haben wir wieder die magische Energie. Und können zu Super Fox mutieren. Nein, Scherz. So, mal gucken, was jetzt passiert. Ich wette, diese Wand da geht weg. Oder? Oh, die Geysire brechen aus. Oh, schön. Ich finde das schön. Ich habe zwar keinerlei Ahnung, was das jetzt bringt. Naja, für irgendwas muss es ja gut sein. Können wir uns... Ah, genau das wollte ich wissen. Ob wir uns da vielleicht hochschießen können. Boah, das muss man aber echt timen dann. Ah, Moment, ich habe noch eine andere Idee. Und jawohl. Made it, aber das Problem ist, wir haben gerade keine Energie. Ist hier nicht. Ne. Ah, da oben, da oben, da oben, da oben. Hier haben wir doch noch was. Genau. Wuff. Wuff, wuff. Okay, da kommen wir dann später darauf. Okay. Ja gut, der Geysir ist... Ja. Und hopp. Uiui. Da fahren wir ganz schön über das Ziel hinausgeschossen. Egal. So. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt kommen wir auch da hinten raus. Finde ich toll. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich liebe dieses Spiel. Weil es ist einfach schön. Ah! Hui, hui, hui. Oh, davon haben wir sogar einen Speicherpunkt. Ich dachte gerade schon, wir erreichen den jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, hier unten. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Okay. Gucken wir uns erstmal hier um. Oh, schön alles. Ja, hierfür brauchen wir auf jeden Fall wieder Magie. Also, Magie in dem Fall. Wäre gelacht, wenn wir das... Wuff. Müssen ja immer in der Nähe bleiben. Ich vergesse das immer wieder. Ich denke immer so, ja, komm, schnell aufladen und schnell weiter. Dem ist aber nicht so. So, wo war denn jetzt dieser Stein?
Ah, hier. Na, Füchschen, wo willst du hin? Ah, jetzt haben wir da wieder einen Geysir, okay. Viele mächtige Geysire hier heute anwesend. Na gut, sonst würden wir, glaube ich, nie auf die andere Seite kommen. Los, Geysir. Und zack. Was ist das denn? Achso, ich dachte gerade, das wäre eine Truhe oder sowas, aber... Was soll dieser Fuchs mit einer Truhe? Oh, hier geht's auch wieder... Ah, ne, da geht's zurück. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Irgendwo hier muss aber wieder ein Magier liegen. Sonst wäre das... Ne, das wollte ich jetzt zwar nicht, aber... naja. Leg mal ab. Ich brauche erst die magische Kraft aus diesen magischen Blümele. So, jetzt nehmen wir den Stock mit, wo auch immer der Magier rumliegt. So will ich, liegt er ja in der Nähe, oder so halb in der Nähe. Aber ich denke mal, der wird wohl hier irgendwo rum. Hui! Oh, Pendel des Todes hier. Okay, das hat ja herzhaft geklappt. Ja, komme ich da jetzt... Ich glaube, jetzt komme ich da gar nicht mehr rüber. Hä? Oder wie, oder was? Ja, können wir eigentlich nur eins machen. Mal auf die andere Seite. Vielleicht liegt ja hier der Magier irgendwo rum. Mist. Der war hundertprozentig da oben. Naja. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Da hinten irgendwo? Nee, glaube ich irgendwie nicht. Nee. Nee. Ja, müssen wir von dieser Seite aus hoch. Bleibt uns nichts anderes übrig. Vielleicht hier hinten irgendwo? Das wäre ja auch durchaus denkbar. Nein, aber hier haben wir noch Blümchen. Okay. Also Energiequelle ist auf jeden Fall schon mal da. Muss doch irgendwo ein Magier sein. Weil wir haben seinen Stock... Ich laufe hier jetzt auch einfach nur so durch die Gegend, in der Hoffnung, dass ich Magier gerade finde. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ne, da sind wir vorhin reingegangen. Ha! Ach, jetzt... Aber irgendwas... Ist doch hier am Purzeln. Hä? Bin ich jetzt komplett Banane im Kopf, oder... Da geht's wieder zurück. Das war's, ich bin jetzt endgültig durchgedreht oder so. Okay, da geht's nicht weiter. Gucken wir mal auf der anderen Seite der Brücke. Oder seht ihr den hier irgendwo? Also. Ich sehe ihn nicht. Den Magus Maximus. Ich habe jetzt auch keine Lust, das Stöckchen hier die ganze Zeit durch die. Ah, okay, da haben wir... Dette. Himmelherr und zugenäht. Wo ist denn der Magier hin? Gesundheit. Okay, hier ist... Oh, wir müssen hier weg.
Das ist nicht gut, dieses rote Zeug. Gesundheit. Können ja mal gucken im Wasser. Muss ich die ganze Zeit diesen ollen Stuten rumschleifen. Kann doch nicht angehen. Wo ist dieser Magier hin? Na gut, das heißt, wer sucht, der findet. Aber mit diesen roten Pollen haben wir ja schon ganz böse Erfahrungen mitgemacht. Wenn wir es so rum betrachten wollen. Ja, hier könnte ich mir auch irgendwo... Nein, wir müssen auf die andere Seite, da hilft alle nichts. Jetzt ist nur die Frage, ob wir zwingend den Geysir dafür brauchen. Ich glaube aber nicht. Wir können hier auch, glaube ich, so rüber... Ui! Okay, in dem Fall ist der Geysir nicht das Wahre. Ja, ich schlepp den Stab jetzt. Jawohl, haben wir! Okay, da kommen wir nicht hoch. Hier muss doch irgendwo dieser dusselige Magier rumliegen. Das kann doch nicht angehen. Legen Sie jetzt einfach hier ab. Okay, ich weiß zwar immer noch nicht, worum es geht, aber... Und, ja voll. Boah, wenn hier gleich ein Magier rumliegt, ne, ich glaube, ich würde dann echt so einen Tobsuchtsanfall bekommen und mein Auge juckt. Weil den Stab haben wir ja jetzt, liegen gelassen. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir Dead. Gut, dann füllen wir die Energie mit diesem Stein. Ah. Okay. Steigt das Wasser jetzt wieder? Oder bin ich jetzt komplett... bescheuert. Nur erstmal schütteln. So, und da brauchen wir auf jeden Fall wieder göttliche Lebenskraft. Warum bewege ich mich? Ich habe keine Ahnung, was hier jetzt gerade los ist, aber... Naja, ich habe in den seltensten Fällen Ahnung. Der Stab liegt ja noch da. Ah, ja, 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 ja. Was mache ich denn hier schon wieder? Erstmal schütteln, obwohl das jetzt total egal ist. Ich wollte darauf. Okay, das hat er immerhin schon mal hingekriegt. Ja, ja. Ich darf vielleicht von oben runter müssen. Wahrscheinlich. Ah, danke schön. Ich wette, mit diesem Spiel ist ab 6 Jahren und selbst auf die Rätsel komme ich nicht so ganz klar. Ach, irgendwie kriegen wir das schon. Hingedeichselt. Ich meine, wir sind ja nicht ganz doof. Nur ein bisschen. So, haben wir das.
ist hier ja auch nichts. Ja, Füchschen. Tja, probieren wir es doch einfach mal ganz langsam. Genau so. Oh, habe ich mir das vorgestellt. Ich sogar schon fast wieder runtergeplumpst. Was passiert jetzt? Ah, jetzt bricht da was weg. Das heißt, der Wasserspiegel dürfte nicht steigen. Okay. Ah, deswegen sind auch erst die Steine hier hochgegangen. Dass wir gleich da hindurch können. Oh, schüttel du dich erstmal. Ach, Füchschen. Ja, dann brauchst du jetzt gar nicht so einen auf den hier zu machen. Oh, Herrgott, du sollst springen. Springen, nicht planschen. Und jetzt mit an. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ich klaue dir gleich noch was anderes, wenn du nicht das tust, was... Boah. Wir haben es doch vorhin einmal geschafft und hör auf dir dein Fell, du eitles Ding. Springt er gar nicht. Wir haben es doch vorhin einmal geschafft. Es kann doch nicht so schwer sein. Na also. Geht doch.